Oh nein. Sprungantrieb. Nee? Oh. 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%. Initiere Sprung. Apropos, was ist das? Staubsauger. Richtig. Oh. Grüne Felsbrocken. Und wir kommen mit Raumkraut. Piratenbasis. Du, Mark, ist unser Lieferung noch vollständig? Dass du grüne Felsen siehst, jetzt war. Ja, doch, ist schon ein. Wie hast du mich eben genannt? Hm? Quark. Andockerlaubnis. Ich habe stark verstanden. Aktiviert. Ich bin du nicht Rocco Stark. Nein. Kennst du Rocco Stark? Der hat echt Quark. Ah, im Gehirn. Auf seinem Ohr. Also, ich sage jetzt so, es gibt drei Menschen auf dieser Welt, die es nicht braucht. Justin Bieber, genau. Barack Obama? Nein. Osama Bin Laden? Nein, den bräuchte es. Osama, rest in peace. weiter, rate. Der Typ, der die Lasagne untersucht hat? Nein. Albert Einstein? Nein. Der Typ, wie heißt der? Uwe Ochsenknecht, der immer das Appenzell hallo. Rezept haben will. Herzliches Willkommen an Bord unserer Lieferstation. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Genau. Ah, ich hätte noch jemanden. Ich will ja nicht irgendwie feindlich sein, aber wir hatten damals so jemand in unserer Klasse. Und der war so ziemlich... Ruhe. Wir wollen hier nicht diskriminierend sein, nur weil Simona halt anders aussieht, oder? Weißt du das, oder? Au, meine Backe ist angeschwollen. Ich werde zu viel geschlagen. Verdammte Scheiße schon wieder. Versuch's mal auf der anderen Seite. Oh, jetzt ist wieder gut, ja. Danke. So, wo bekommen wir Squashminen her? Squashminen aus dem Squashpark. Gehen wir squashen? Squashmine? Eine sehr zerstörerische Mine. Strategisch wichtige Punkte eingesetzt. Achtung, diese Mine besitzt keine Freund-Feind-Kennung. Achtung. Das heißt, sie könnte bei uns im Schiff explodieren. Ja. Apropos, was ist das? Luna. Nein. Du! Nein? Es sitzt neben mir. Ich? David beim Essen. Ah, das macht aber so. Das tönt etwa so. Es war keine Live-Aufnahme, aber so in etwa. 18 Milliarden militärische Aufladestationen. Oder so. Kannst du mal machen, mir schläft das Gesicht ein. Ich weiß nicht, und schon passiert. Zeig irgendwo drauf. Eine Mene Mu und raus bist du. Chins Flucht. Ja. Chin, das gefällt mir. Wir gehen dorthin, wo es am weitesten weg ist. Und dorthin, wo es sicher keine einzige Mine hat. 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90, siehst du, wenn das Licht angeht. Genau, initiierter Sprung. Ah, das Licht ist da und siehst du? Du, ich habe ein sehr tolles Lied. Ich habe wirklich ein gutes Lied. Nein. Schnee. Nein, nein, nein! Und... Ah, ey, aber! Pfui, aus! Da habe ich Kindheitstraumas. Kreien wie. Irgendwann mal ist genug heute unten, hä? Dient als entlegene Operationsbasis für militärische. Waschmine, null Stück! Wieso habe ich es gewusst? Piratenbasis. Obwohl die Piraten ihre Basis. Null Stück! Gut aus, Mann. War das alles? Ja. Können wir sonst nirgendwo? Doch. Nein, auf diesem Planeten können wir sonst nirgendwo. Nein.
Also auf diesem Planeten. Raumkornplantage, da hatten wir doch, oder? Ja. Aber jetzt gehen wir doch nicht in die Raumkornplantage, um Minen zu kaufen. Das wäre gleich, als würde ich in den Baumarkt, um Tampons zu kaufen. Wo ist dahinter der Sinn? Oder als heute live auf 20 Uhr, ich und Zarazar und nein. Das ist 20 Uhr. Nein, ich verstehe die Logik dahinter einfach nicht. Oder das ist gleich, wie wenn ich zum Gärtner gehe und sage, ich hätte gerne 200 Gramm Rindfleisch. Ja super, was will er damit? Vielleicht hat er noch ein bisschen Pferde übrig. Erlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Du hast gar nicht nachgesehen, wie viel Schadgewicht haben. Diese Fabrik stellt Squashminen her. Das Land lenkt ja nie. Das ist ein Viertel von. Ja, super. Ein Viertel. Das ist genial. Super. Komm ist eine sehr zerstörerische Mine. Meist zum Schutz strategisch wichtiger Punkte eingesetzt. Achtung, diese Mine besitzt keine Freund-Feind-Kennung. Ah. Ah, Profitcenter Alpha, da habe ich auch noch eine Minenanlage. Ja. Das ist cool. Ja, wenn ich so drum rauf, so drauf rumruckeln würde, würde mein Stuhl auch so tun. Ah, nein, doch nicht. Ich bin langsam richtig müde von dieser Aufnahme. Und ich muss aufs Klo. Es ist so ruhig. Zu ruhig. Ja, noch. Also diese Blätter heute. Wir haben Herbst. Nein, Frühling. Nein, Herbst. Undock-Vorgang erfolgreich. Im Namen des Vorsitzenden CEO ist das Teladi-Unternehmen erfreut, mit Ihnen gewinnbringende Geschäfte zu machen. Willkommen an Bord. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Sobald die Mission abgeschlossen ist. Nur noch dieses Quaschmin und dann sind wir fertig. Ja. Gut. Ich bin richtig müde und erschöpft. Eine sehr zerstörerische Mine. Meist zum Schutz strategisch wichtiger Punkte eingesetzt. Ja, strategisch wichtiger Punkte. Achtung, diese Mine besitzt keine Freund-Feind-Kennung. Also Beispiel sagen wir... Also Profitcenter, also. Nein, das wollte ich nicht. Dort hat es nichts. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30. Schung! Ach, was hältst du eigentlich vom neuen SimCity? Hast du es nicht mitbekommen? Gut. Erreiche System. Profitcenter Alpha. Jetzt eine kleine Pause einlegen. Für einen kurzen Moment. Damit er mitdiskutieren kann. Was ist SimCity? Ein Spiel, kennst du nicht? Ein Aufbauspiel, in dem du eine ganze Stadt aufbauen kannst. Ah ja, aber was gibt es Neues? Das musst du in diesem Fall schnell studieren. Ich studiere gar nicht. Das ist nicht meine Region. Das SimCity Desaster. Die neue Ausgabe des Kultspiels SimCity ist mit Turbulenzen gestartet. Überlastete Server verderben diese Fabrik stellt Squash. Die Entwicklungsfirma gelobt Besserung. Könnte ich das auch spielen? Nein, denn momentan kann es fast niemand spielen. Über SimCity Squash Minenanlage Alpha. Shit! Sturm aufgezogen. Erboste Nutzer klagen über Verbindungsprobleme, Netzwerkfehler und sogar Computerabstürze! Oh mein Gott, da muss ein Elektriker her! Elektroniker. Danke. Schuld ist die fünfte Ausgabe der populären Städte, weil sie mit Andock-Erlaubnis erteilt. Autopilot aktiviert. Am Donnerstag in Europa veröffentlicht wurde. Für den PC-Game gibt es absolut ohne Zwang, schon im Vorhinein, was ich kritisiert wurde. Ohne Zwang bedeutet, dass man mit einem Internetverbindung zum Spieler kann. Dahinter steckt die Strategie der Hardware für illegale Kopien zu vermögen. Unmöglich! Server überlastet.
Undock-Vorgang erfolgreich. Im Namen des Vorsitzenden CEO ist das Teladi-Unternehmen erfreut, mit Ihnen Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Ist das ein Spiel, das ich mir im Laden kaufen muss oder online? Laden. Aber das Problem ist, es ist ein Singleplayer-Spiel. Aber und Online-Zwang. Aus einem Grund. EA will dich kontrollieren. Ich weiß. Ich habe es ja gelesen. Ja. Einen anderen Grund gibt es nicht. Oh, eine Banane, darf ich die essen? Nein, das nicht. Und das ist das Problem. Es gibt keinen wirklichen Grund für den Online-Zwang. Aber es muss niemand sein. Ja, und niemand auf der Welt, fast niemand kann spielen, weil die Server überlastet und sind. Und die geben Geld aus für ein Game und ich gehe nach Hause. Wie ein kleines Kind freue ich mich, dieses Spiel zu spielen, schiebe es ein und es kommt. Server überlastet, bitte versuchen genau. Sie später noch einmal. Und dann denke ich, was für ein Shit habe ich hier gekauft? Ja. Ja. Das ist so gibt es das in der Schweiz auch schon? Ja, gibt es. Wie wir das kaufen? Ich wollte es kaufen, aber ich muss sagen, Teladi-Raumstationen sind grundsätzlich auf meinem alten PC-Laptop spielen. Kann ich die nicht sagen? Vermutlich nicht. Ah. Oder schade. Stockig. Stockig, wie Herdöpfelstockig. Genau, wie Stocki. Kennst du Funky? Ein Funky, Pizza Funky zum Mitnehmen bitte. Nein. Funky. Funky. Kollemüs. Das Kollemüs. Oh, weißt du das Kollemüs? Kollemüs. Ein schweizerisches Traditionsgerät. Also nein, nicht Gebäck. Es sind für die Auflösung. Wer der Big Bang Theory kennt. Das Kollemüs ist eigentlich 40, eine normale Omelette. Also Pfannkuchen. 80, auch Omelette genannt. Initiere Sport. Aber nicht Kollemüs, weil mein Kollege DG hat mich gefragt, was Kollemüs ist. Und ich habe ihm gesagt, keine Ahnung, wie kommst du auf das? Und dann hat er mich auf den Link verwiesen, worauf ich sagen musste, Kollemüs kennen wir in der Schweiz nicht einmal. Also soll ein Schweizer Gericht sein. Okay. Das wäre natürlich morgen Kollemüs für die ganze Familie. Inzucht, der Spaß für die ganze Familie. Aha, deshalb ist sie immer so fröhlich. Der Glückspalast liegt. Ich kann nicht ganz kalt, ich glaube, Squashminen da. Diese Fabrik stellt Squashminen her. Also bleib hier stehen, drücke auf. Sie haben kein Erz. Epsilon. Sie haben kein Erz, sie können keines produzieren. Keine Squashminen. Rufen wir Osama bin Laden an. Nein. Warte kurz. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, hallo? 40, kannst du 50, bitte Erdl? 60, was brauchen wir? 70, 80, kannst 90, du bitte Erz liefern? Ja, an der Raumcloud-Plantage. Gerne. 2 Tage, ist ein bisschen zu lang, hä? Wie viele Amerikaner wollen dafür? Wie viele Amerikaner willst du dafür? Keine Amerikaner, ein bisschen Kollemüs. Hat doch kein Marierichter. Erreichersystem, Mignia. Das war Tempa. Merci. Ade. Wie viel Kollemüs Wetter? Ja, genug, aber ich habe mal mein Kerzli für mich eine weltweite... eine weltweite... Minderheit. Wie sagt man, wenn man zu wenig von etwas hat? Mangel. Mangel, genau! Wir haben einen weltweiten Mangel und nicht nur diese Welt, sondern alle Welten. Das ganze Universum hat kein Ende. Kontrollzentrum, Alpha. Ich hab genug gehört. Von Erzen mit Schmerzen. La 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 la. Da muss ich gerade fetzen. La 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 la. Ich habe viele Werzen. Ah, Warzen! Wer kommt uns da in den Sinn? Wer frisst seine eigene Hand auf? Wir sind heute Tina? Schon einmal auf diesen Schüler zu sprechen gekommen, wo du es schön verdeckt hast mit einer anderen Schülerin, die mal mit uns in der Klasse war. Sie was? Nein!
es geht eher in das Asoziale rein. Außer dir kenne ich da niemand. Nein, ich weiß auch nicht. Raucht er? Ja. Ist und es bin nicht ich. Ist er klein? Ja. Ich kann dir sogar sagen, was er raucht. Camel! Nein, keine Kamele. Nein, das ist mein Spitzname, Camel. In der Feuerwehr heiße ich Camel. Wieso das? Weil du so viel Wasser tragen kannst. Nein, am ersten Tag erschien ich mit einem Willkommen zu Hause an Bord. Camel-T-Shirt. Verbindung zum örtlichen also Camel von den Zigaretten? Ja. Ich meine, ich habe gedacht, du rauchst nicht. Mach ich auch nicht. Sag mal dann wieder. Ja, ja. Zu jeder Stange gibt es ein gratis T-Shirt und zack. Ja. DJ war vor dem Kiosk und ich kaufte eine Stange Zigaretten. Ich habe einmal geraucht. Einmal. Mit 9. Ja, wer raucht schon mit 9?